Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. In der letzten Folge habe ich mich ja zum Glück mal der Insektenbedrohung entledigt. Zumindest erstmal, ne? Ich will die ja so haben, dass ich die eigentlich so halten kann hier, ne? Das wäre schon übelst geil. Ich mache einfach jetzt hier ein paar Strukturen hin, dass hier immer so eine drei dicke Wand sein muss oder sowas. So, immer so. Zack. Hier vorkommen einfach die Turrets später. Und dann, ballern die quasi, wenn da was Neues schlüpft, halt einfach direkt kaputt. Ne? Ist krass, oder? Ja. Und wenn das wächst, dann kommen da auch wieder neue Viecher raus. Boah, und apropos neue Viecher, diese blöde Fliege hier! Die ist immer noch hier in meinem Zimmer. Ist echt der Hammer. Mann! Naja, egal. Soll ich wohl mal lüften, was? Das räumen wir mal alles weg hier. Müssen wir mal ein bisschen mal lochen hier, ne? So. Das ist kritisch. Ich will, dass ihr das dahin liefert. Und nicht immer hier hin. Das ist scheiße. Das kann weg hier. Das kann weg. Das kann weg. Ach, guck mal, holen sie sich dann sogar automatisch schon? Um Steine weiterzumachen, oder was? Oh, ein Waffenhändler. Da gucken wir doch mal. Hau ab jetzt hier, du blöde Fliege. Okay, komm mal her. Rufen wir den Waffenhändler an. Was haben wir denn so? Marksman Gear, gut. Langbogen brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Raketenwerfer, Granitknüppel brauche ich nicht. Den Assault Hammer verkaufe ich auch erstmal. Boah, ist nicht noch irgendwas Cooles so? Ah, guck mal, Medizin. 46. Und Bauteile. Das gefällt mir doch schon mal. Was haben wir denn noch hier so? Minigun. Meisterlich. 6000. Scheiße. Die hätte ich ja jetzt schon gerne, muss ich sagen. Also, wäre schon cool. Wäre schon richtig cool gewesen. Ah, schade. Egal. Kommen wir noch hin. Das machen wir schon. Ja, mach das als erstes, Eierpfeile, ey. Ach so, der Strom ist schon fertig. Komm. Bau schon mal fertig. Wie sieht's mit dem Rest des Stroms aus? Ach, hier muss noch einer hin. Fertig, jawoll. So, und wann... Ach, der Nest ist weg. Lol, der Nest ist weg. Hat das jetzt einer kaputt geschlagen gehabt? Oder wie kam das jetzt? Ha. Egal. Ist halt so dann. Kann man nichts machen. Vielleicht verschwindet das auch, wenn alle tot sind. Hier, wahrscheinlich, wenn hier die Riesenspinne tot ist oder so. Vielleicht ist das deren Nest. Verdirbt in einem Tag? Komm, da, guck mal, da kommen doch schon direkt die Hauling-Bots. Die haben gerade anscheinend nicht genug zu tun. Oh, und ich muss eigentlich auch... Mann, Landwirtschaft. Ich muss da welche lassen. Zwei zumindest. So, machen wir halt erstmal so. Wer hat denn das höchste hier in Landwirtschaft eigentlich? 10 und 14. Und hier 13. Dann machen wir doch mal die noch Landwirtschafterin. Und das noch. Erstmal das. Das sind die beiden wichtigsten Sachen, die wir brauchen. Ja, ihr könntet das ja auch mal alles anpflanzen da. Das wäre schon verfickte Scheiße geil von euch. Macht aber nicht. Finde ich Unverschämtheit. Also, ehrlich. So. Der putzt hier, wo ist der eigentlich? Putzt der irgendwo? Wäre ja wünschenswert. Oh, Piratenhändler. Ja, ja, ja. So, komm mal her. Verhandeln wir mal mit dem Piratenhändler. Der hat doch bestimmt was Geiles. Hallo? So. Ach, guck mal, da könnte ich sogar Menschen kaufen. Barkeep. Schauen wir mal, was die so haben. Kochen, Asket, Antialkoholiker, Feuerlöschen macht Sinn nicht. Ne, finde ich schon mal blöd. So, Nudist, lahme Ente, kann ich auch nicht gebrauchen. Was hat sie hier so? Psychisch abgeschirmt, flatterhaft, was heißt das? Zusammenbruchschwelle plus 15%. Psychische Sensibilität minus 15%. Dann könnte ich ja Dima kaufen. Was war mit ihr jetzt hier? Sorgfältiger Schütze, Asket... Ich kaufe die einfach beide mal. Dann gehören die, glaube ich, zu mir. Bin mir jetzt da nicht sicher, aber... Ja, gucken wir mal. Hier, komm, ich nehme mal eine Schrotflinte oben drauf. So, Estelle und Tapia. Trägt Stoffhose, übel. Ja, erstmal anziehen, wa? Ja. So, Feuerlöschen müsste natürlich alle, Patient sein müsste alle, Bettruhe müsst ihr alle einhalten. Und die ist jetzt auch eine neue Ärztin. Finde ich gut. Habe ich noch eine neue Ärztin hier am Start.
So, ich mache hier natürlich bei denen erstmal alles auf 3. Und guck mal, die kriegt mal eine 1 bei Kochen, weil die ist Barkeep und Köchin. Ist doch jetzt gar nicht mal so eine schlechte Kombi. So, das mache ich nur hier rein, damit die auch wirklich alles machen dann, ne? Obwohl, reinigen sollen sie nicht. So, tragen. Ja, doch, tragen lassen wir mal an, damit sie auch mal was aufheben können, wenn sie mal was mitnehmen sollen oder so, ne? Was mit euch hier? Gardnerbot? Ach, ist gerade echt nichts zu tun für die Gardnerbots, was? Ne, da hinten ist doch was zu tun. Ich habe das Gefühl, die stehen hier einfach scheiße. Ich wollte die ja eh mal hier umziehen. Wollte ich ja schon in einer der letzten Folgen machen, habe ich dann aber verpennt, nicht? Ja. So, Gardnerbot, Gardnerbot. Was haben wir noch hier? Gardnerbot. Oh, ne. Neu installieren hier. Was ist das hier noch für einer? Crafting-Bot. Crafting. Transport. Gardener. Kommt auch hier oben rein. So, der auch. Ist blöd, dass es für Neuplatzieren keinen Shortcut gibt. So, finde ich irgendwie scheiße. So, noch ein Gardnerbot. Hier war da auch noch einer, oder? Gardnerbot, ich wollte doch sagen. So, den hier drunter noch. Und da ist, glaube ich, noch einer. So, aber eigentlich hätte ich ja in der Zeit schon mal weiterlaufen lassen können. Verrücktes Tier! Wo denn? Schon wieder tot? War dann aber krass. So, hat die denn auch eine Hose und so alles? Ja, beide haben sich ganz angezogen. Finde ich schon mal schön. Hab ich wieder... Guck mal, und schon sind wir wieder zu sechst. Ne? Kaufst du einfach einen beim Piratenhändler. Ne, ja, und dann ist das halt so. Okay. Wie hatte ich das hier nochmal alles geplant hier? Das war ja immer so breit, ne? Das sollte die Krankenstation werden. Strukturen. Ich brauche jetzt erstmal... wovon haben wir denn am meisten Steine? Kalkstein. Okay. Kalkstein nehmen wir erstmal. Ziehen wir hier schon mal eine Wand rein. Da machen wir schon mal fertig. Wie war denn hier? Wie hoch? Ne, hier wollte ich nur... Hatte ich einen Raum geplant, wo die drin feiern können immer, ne? Ja, irgendwie sowas hatte ich hier geplant gehabt. Das dahin, da machen wir erstmal zu. Und dann kann ich die restlichen Wände immer noch austauschen. Nur hier, sowas natürlich von so Zimmerwände mache ich schon mal zu, wenn da ein riesiges Loch drin ist. Und sonst ist hier doch schon mal eigentlich alles Taco. Das kann weg und das kann weg. Hier können wir noch abbauen. So. Und die ganze Scheiße hier. Ich will die halt auch hier rausgeschlört haben. Boah. Muss gerade so aufstoßen. Entschuldigung. Ja, hier zwei so Crafter-Bots. Die sind hier aber auch schon so fast permanent beschäftigt irgendwie, ne? Redet das jetzt eigentlich rein hier? Ja, hier ist kein Dach. Dach erweitern. Ja, das müssen mal hier die Bauarbeiter irgendwie machen, ey. Wäre auch toll, wenn sie das mal machen würden. Wäre schon geil. So. Mann, Mann, Mann. Estelle schläft. Ach, da ist gar kein Bett drin da oben. Lol. Habe ich noch ein Bett auf Halde? Ne, alle verkauft tatsächlich. Krass. Okay, ein Granitbett. Bauen wir da mal dahin. Estelle, komm. Ne. Hä? Guck mal, Tapia. Pumpkin. Wieso habe ich denn hier in beidem keine Betten drin? Ich hätte jetzt auch noch gerade wieder abgerissen. So. Tapia. Und Estelle. Könnt ihr euch mal eben die Betten bauen, ne? Dann habt ihr das auch. Dann habt ihr beide ein Bettchen, wo ihr drin schlummern könnt. Hatte ich irgendwie die ganze Zeit zu wenig Betten? Kann das sein? Weil wo die, ich glaube, die haben zwischendurch nicht so gepennt, weil die nicht zusammen, nicht mehr zusammen waren dann manche Paare oder so. Yeah, ihr habt's gleich. Boah, noch so lange brauchen die für so ein scheiß Granitbett? Das ist aber schon krass. Ja, aber machen die schon. Machen die schon. Oh, jetzt habe ich tatsächlich keinen Strom mehr. Okay, 33 Bauteile habe ich noch. Und da werde ich natürlich mal den nächstlogischen Schritt gehen. Und erstmal auch das hier benutzen. Weil, ne, oh guck mal, ich habe hier vorne sogar noch eins. Das ist schon nicht schlecht. Hier baue ich dann aber mal eine Kalksteinwand drum. Weil ich nicht möchte, dass die da direkt von außen drauf schießen einfach. Die Wichser dann. Machen sie einfach kaputt dann, wisst ihr? Das geht nicht. Nee.
habe ich mir jetzt, das baue ich mir jetzt, ja? So geht das nicht. Und hier machen wir das mal genauso, weil wenn das kaputt geht, wäre das echt sowas von ärgerlich. Machen wir mal hier so, dass sie da noch so dran können. Und Strom muss ich natürlich, ne, muss ich hier nicht legen. Da liegt schon hin. Hier habe ich aber einen gemacht. So, Roboterhändler. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eigentlich so ein paar Transportbots, wäre noch geil, ne? Oder? Ich glaube, im Moment brauche ich gar nicht so viele. Aber ich guck mal, Roboterhändler, zack. Bauteile hat der immer. Planstadt, Stall, Transportstation. Ja, komm, eine kaufe ich noch. Jetzt habe ich aber auch nicht mehr so viel Geld, ey. Installiere. Was ist mit dir hier? Kann man mal aktivieren, den Crafting-Bot, ne? Menschen, ja. Oh. Ein menschenjagendes Rudel aus Wargen. Das ist überhaupt nicht gut. Hatte ich auch noch nie. Jetzt wird's krass. So, alle rein, alle rein, alle rein. Wo kommen sie? Da kommen sie. Boah, ey. Ist aber jetzt übel. Die sollen lieber mal alle hier bleiben erstmal. Jetzt machen sie einen von meinen Gardener-Bots kaputt, natürlich, ne? Ist so klar. Es ist so klar. Machen sie mir alle Gardener-Bots kaputt, weil da oben nichts ist, oder was? Na, kommt mal raus hier. Lass die Tiere frei! Fliehen die jetzt auch mal? Nö, ne? Die fliehen natürlich nicht, ne? So, haben wir hier noch Waffen? Waffen? Wir haben keine Waffen mehr. Fuck. Okay. So, wo geht jetzt noch die Action ab hier? Mann, 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 Mann. Das war jetzt aber echt beschissen, ey. Echt beschissen. Aber dafür haben wir schön viel Fleisch. Bald. So, also... Aber die rennen auch tatsächlich einfach durch dann, die Viecher, ne? Schon hart. Ah, das gefällt mir jetzt echt gar nicht. Weil jetzt muss ich mir nämlich wieder noch ein paar neue Gardener-Bots machen. Noch so 3 Stück oder so. Oder will ich. Sollen ja auch gut abgehen, ne? So, wie sieht's hier aus? Ihr werdet versorgt oder was? Wird bereits behandelt. Er soll mal die alle behandeln hier. Ah, Baroness? Ah, okay. Machen sie schon. Irgendwie machen sie schon anscheinend. Behandelt Baroness? Was war denn jetzt das Problem? Ja, hau mal rein, ey. Hat sie denn? Haben wir jetzt hier wieder was abgeschossen? Linker Arm abgeschossen. Ja, ein Arm geht nicht. Nur ein Holzbein. Ja, scheiße alles, ey. Bald habe ich nur noch so eine riesige Armee aus Krüppeln hier. Heftig. Okay, aber da sieht man natürlich auch mal wieder, ich brauche... Ach so, ja, ich brauche mehr Strom. Das war's. Ich wollte ja noch Solarzellen bauen, ne? Und Geothermiekraftwerke. Hoffentlich habe ich dafür genug Bauteile. So, Baroness, du könntest ja eigentlich mal... Was ist denn? Ah, oh, Baroness! Nick? Stahl 400. Warum kann ich das denn nicht... Kann das keiner bauen, oder was? Oder ist, weil hier Handwerker so niedrig ist? Künstler? Ne, eigentlich ja nicht, ne? Kann ich denen jetzt auch nicht sagen, die sollen das bauen? Doch, komischerweise. Kritischer Alarm, schlechte Laune. Tapia? Ja, warum denn? Was ist denn los bei dir, Tapia? Gestörter Schlaf 3-mal, hässliche Umgebung ohne Tisch gegessen, fühlt sich nicht gut. Ja gut, das... Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? Passt schon. Was ist hier? Ja komm, das könnt ihr doch mal machen. Die ist doch als Koch auch eingeteilt hier eigentlich, die Estelle, ne? Kocht die denn? Estelle. So, hier ist Freizeit, hier ist Arbeit, mache ich jetzt mal wieder. Damit hier auch mal was passiert. Muss ja auch mal wieder eine arbeiten, Mahlzeiten kochen und so, ne? Geht ja nicht. Okay, so. Freizeit... Dann muss sie aber auch kochen. Ah, oh, psychisches Brummen. Das ist jetzt noch beschissener, ja. Voll likely, dass hier einer zusammenbricht. Ah, guck mal.
Da ist anscheinend schon jemand am Bauen. Aber wer? Ich weiß es nicht. Schlechte Laune, Hitman. Der Hitman hat schlechte Laune, da. Guck doch lieber ein bisschen Fernsehen hier mal. Röhrenfernseher wird bereits von Pumpkin benutzt. Was ist das denn für ein Quatsch? Brauchen die jeder einen Röhrenfernseher oder was? For fucking real so? So, und wo ist denn eigentlich mein Super hier, mein Supervergnügen, das Hufeisenwerfen? Das habe ich ja hier gar nicht drin, oder? Ja, also ich sehe zumindest keins und irgendwie müssen die sich ja beschäftigen. Wie, wenn nicht mit Hufeisenwerfen, ne? Hitman hat ganz schlechte Laune, weil er voll, boah, dahin läuft, ehrlich. Wo sind denn hier eigentlich meine ganzen Hauling-Bots? Ma! Ich krieg den nicht. So, du doofer Hauling-Bot. Du priorisierst mal Stahl zu holen, damit der Nick nicht immer dahin rennen muss. So, alle dahin. Lalala, lalala, lalala. Ja, danke schön. Das können wir erstmal ran schaffen. So, Essen habe ich ja eigentlich genug, ne? Können sie auch bald nirgendwo mehr hinbringen. Ist ja jetzt noch, bis das hier voll ist und dann... Was kann denn hier rein? Nahrung, rohes Fleisch? Fleisch? Was kann denn... Durfte denn da für ein Fleisch rein? Hä? Ne, Fleisch ist ja gar nicht hier drin. Vegetarisch Beeren. Habe ich überhaupt Erdbeeren oder sowas? Können die eigentlich mal anbauen, ne? So, Erdbeerpflanze. Geil. Hab ich noch nicht. Was sollte hier noch rein? Medizin eigentlich, ne? War das nur Medizin? Hallo? Darf ich mal sehen hier? Da. Medizin. Also alle Medizin, Kräuter, Medizin, alles. Ja, Landwirte wären auch nicht schlecht hier. Aber die haben eh zu wenig. Die brauchen gar kein Landwirt sein. So, der Hitman, der wird nachher mal hier als allererstes das hier machen. Können die ruhig mal alle sich versuchen. Ne, der kann das nicht. Okay. Alter, Landwirt. Wen habe ich gerade zum Landwirten gemacht? Warum? Achso, die erntet jetzt da die Reispflanze. Ja, das ist schön. Soll erstmal das hier anbauen alles. Oh, die muss jetzt im Ernst... Du musst das nicht ernten, das machen die Bohots. Alter, ist das behindert, ey. So, was ist das hier? Das ist Reispflanze. Die Aussaat erlauben wir mal nicht mehr. Kartoffelpflanze auch nicht. Da auch nicht. Das ist Heilwurzel. Ach doch, da hatte ich ein bisschen Heilwurzel eigentlich. Aussaat auch nicht. So, also ich werde jetzt erstmal ein paar begrenzen hier, damit die Gardener-Bots einfach mal mehr Zeit zum Sammeln haben. Oder eher gesagt zum Ernten haben, als zum permanent Aussehen. Macht auch kaum Sinn einfach. So. Wie viel sind denn jetzt hier? Echt nicht mehr viele, ne? Ah, guck mal. Ein Transportroboter haben sie noch gebaut. Wieso baut das denn keiner auf? Hier ist auch keiner so richtig Bauarbeiter, mal, ne? So, erstmal jetzt Bauarbeiter. Geil, ne? Make Gardener Bot. Da ist er. Den installieren wir auch mal irgendwo hier oben. Da so. Kann auch direkt mal hier der Dingens machen. Komm, zack. Weißt du, wenn du den nicht direkt sagst, die sollen das sofort machen. Ja, machen die halt gar nicht, die Schwänze, ey. Ist unglaublich. Unglaublich. Ja? Genauso wie, dass die Folge jetzt vorbei ist. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssikowski.